weil die machen Aua. So. Kommst du mal bitte her? So. Wie auch immer hier jetzt zwei auf einmal sind. Irgendeinen Grund wird's haben. Ja, aber eigentlich müsste ich jetzt auch... Oh Gott, wo kommen die denn her? So, erstmal hier ein paar Leute betäuben. Ja, bitte nicht mich selbst betäuben, sondern alle anderen. So, dankeschön. Jetzt. Nein. Unterbrechen. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Jetzt habe ich unterbrochen. Aha. Geht doch. So. Perfekt. Und da haben wir auch den Tabak. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier einmal so rum und dann geht das hier weiter. Oder müssen nicht oben rum, sondern hier lang. Wir sollten ja kurz warten, bis der Heiler auch da ist. Okay, ich hatte das hier schwieriger in Erinnerung. Komm, mach das Tor wieder auf. Vielen Dank. Ah, vielen Dank. Der wird erstmal betäubt hier. Hier sitzen auch immer so Bürger rum. Hier kann auch ein Rare Mob sein. Ich weiß nicht, ob der jedes Mal da ist oder nur manchmal. Auf jeden Fall war er hier, als ich mit meinem Priester in der Instanz war. Komm. So. Nette Stiefel für einen Heiler. So. Ach ja, das ist der Rare Mob. Okay. Ich habe mal wieder verpeilt. Wir müssen nur aufpassen, weil da kommt eine Patrouille. Und er hier wird wahrscheinlich auch gleich gepult. So. Jetzt geht es doch. Am Anfang mal kurz Startschwierigkeiten. Aber jetzt läuft die Sache. Ja, den hätte ich unterbrechen können. Jetzt. Ah, habe ich nur unterbrochen. Ja, die Bosse sind ja aber alle nicht recht schwer. Kannst du bitte. Wieso habe ich hier nur 99% Bedrohung, kann man das meiner sagen. Boah, ich sollte echt mehr aufpassen hier und nicht die ganze Zeit in der Gegend rumgucken. Na, wo auch immer die jetzt herkamen, ich weiß es nicht. So, endlich sind jetzt nächstes Mal die Typen hier tot. So. Einen netten Plattengurt. Oh, da mache ich da mal Bedarf drauf. So, wo geht's weiter? Hier rechts oder links? Ja, komm. Knöpfen wir uns halt hier mal vor.
dieser. Aber hier scheint jetzt auf jeden Fall von hinten nichts mehr zu kommen. Keine Patrouille halt. Jetzt, looten wollte ich jetzt nicht, eher töten. Also dieses Schild des Rächers macht einfach so viel Damage. Das ist schon nicht schlecht. So, da haben wir schon jemanden. Ja, der ist auch immer ganz ungeduldig. Die waren früher immer beliebt, die Leute, die während dem Kämpfen gelootet haben. Früher war das ja noch so, dass man anderen Leuten ihre Items wegschnappen konnte. Also hier kann man jetzt vielleicht gleich sehen, wenn wir den hier tot haben und der irgendwas droppt. Wäre es nicht schlecht, wenn das was wäre aus Stoff oder so. Zu Demonstrationszwecken. So. Okay, natürlich nicht. Das ist besser für den Damage-Typen. So. Wenn jetzt hier ein Heiler-Item gedroppt wäre oder so, kann es sein, dass ich da natürlich gar keinen Bedarf drauf machen kann. Früher konnte jeder auf alles Bedarf machen. Da gab es dann halt so Leute, die sind reingegangen und haben auf alles Bedarf gemacht. Das waren dann immer die sogenannten Ninja-Looter. Die waren gar nicht beliebt. Die hat jeder gehasst wie die Pest. Jetzt ist ja so, dass man nicht mehr wirklich Ninja looten kann. Deswegen, ja, hat sich alles ein bisschen vereinfacht. Aber die Leute, die dann immer so während dem Bossfight anfangen, die Quest-Items zu holen, die sind erstmal in einer Schublade mit den anderen komischen Typen. Also mit den Ninja-Lootern. So, den betäuben wir jetzt mal und den... Okay, zu spät für einen Hammer. So, hier gibt es auch eine nette... nette Kiste. So, komm du mal bitte. Hier. So, einmal alle. Au, ob das jetzt zu gut war. Ich bin schon wieder verdammt noch fall. Ja. Zurückspringen, das ist immer der mehr oder wenig sinnvolle Skill. Insofern Skill sinnvoll, meine Güte. Moment, ich muss jetzt hier kurz konzentrieren, sonst wipe mir wieder hier aus wegen meiner Schuld. Mal kurz heilen hier. So. Okay, der Healer ist tot. Naja, egal, das sollten wir trotzdem hinbekommen. So. Oh, der Heiler ist wieder da. Okay. Wir müssen hier gerade aus. Wenn es die Map nicht gäbe, dann wäre ich wirklich... Okay, wahrscheinlich jetzt nicht am Arsch, aber... Man fängt an, die ganze Zeit ungewollt auf die Map zu gucken. Sagen wir es mal so. So. Jetzt. Hier. Schild. Schlag, Ding. Schild des Rechtschaffenden, meine ich. So, wechseln bitte. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass hier hinten nicht wieder irgendeiner pullt und wir sind entwaffnet. Na, ganz toll. So. Kannst du mal bitte. Ja, danke schön. Hat eigentlich der andere Paladin hier Account Equip, also Erbstücke. Die nachher gleich mal schauen. Du gehst bitte auf mich. So. Wir hauen hier nochmal unsere Weihe raus. Ja, sehr schön.
schön. Sind wir schon Level up? Nee. Das wäre jetzt auch verwunderlich gewesen. So, du, zeig mal. Nö. Das ist ja auch interessant. Ach, wahrscheinlich macht er deswegen auch nur halb so viel DPS wie ich. Das ist doch mal interessant. Jetzt ist nur die Frage, ob das auch wirklich sein erster Charakter ist, oder... Ja, okay, meistens ist es dann der erste Charakter, weil... Keine Ahnung, Gerechtigkeit farmen geht so einfach. Und die Erbstücke bringen einem schon ganz schön was. So, hier darf man es nicht vergessen. Hier rechts müsste ein Gemälde hängen, irgendwo. Hm. Oder auch nicht. Dann ist es hier hinten irgendwo. Irgendeiner von den Typen hier hat so ein nettes Gemälde, das man looten muss für eine Quest. Und das vergesse ich oft sehr gerne. Das ist dann meistens ärgerlich, weil es, ja, gar nicht so doofer Quest ist. So, dann geht's einmal hier rüber. Sind auch so. Na, ah, nervige Gegner. Die ganze Zeit meinen, sie müssten hier jetzt unbedingt nicht verlangsamen. Und festfrieren. So. Oh, eine rechtschaffene Kugel. Auch interessant. So, ach, wir können das hier noch nicht wirken. Das ist ja wunderbar. Aber jetzt. Perfekt. Ich glaube, das Wort perfekt sage ich auch 1000 Mal am Tag. Ja. Das war jetzt 2 Sekunden zu spät, verdammt. So. Für uns geht es jetzt aber hier weiter. Ah, dich können wir gerade nochmal betäuben, einfach so, weil es Spaß macht. Thank you.
seid auf der Hut. Was geht euch durch den Kopf? Vishnu Dalye Vishnu Allah. Del Nagas. Ihr wollt sprechen? Habt günstige Winde.